Real G, du weißt, dass das hier alles kein Image ist. Also wir haben jetzt hier, viele haben auch in Chat geschrieben, ich würde jetzt sagen, dein Kontrahent Ringlife hat auch eine Meinung dazu gegeben. Hast du die schon gesehen? Ich habe die von Stefan Pütz gesehen, vom Ringlife habe ich noch nicht gesehen. Okay, sollen wir die von Ringlife mal reinziehen? Der Ringlife hat natürlich auch manchmal auch sehr immer interessante Punkte. Da ziehen wir uns mal ganz kurz die Meinung von rein. Ich habe schon mitbekommen, aber Michael Smolik wurde gestern in seinem Rematch. Wir gucken mal ganz kurz, wir überspringen das alles, wie er den Kampf findet. Sieht schmaler aus als bei seinen vergangenen Kämpfen. Wie man auf jeden Fall sofort Gegenüberstellung sehen kann, Edison Franca natürlich echt ein richtig Brocken, ja, ein richtiger Panzer. Sorry, Freunde. Smolik, der größere Fighter von beiden. So. Ich habe den Clip vom Finish gesehen, aber ich habe die Franca. Willst du sehen, was er auf dem Kampf Gegenüberstellung sagt, sehen kann. Ist so nicht. Dann gucken wir, was der seine Meinung ist. Gut rausgemacht, kurz mit der Führhand rein und dann rausrotiert. Oh, Franca schwingt, das ist der Clip, den ich auf Instagram gesehen habe. Der linke Haken trifft oben auf den Kopf, Smolik legt sich hin und der Ground and Pound brettert auf ihn ein. Er verteidigt sich nicht mehr, nimmt nur noch die Hände hoch und der Referee geht dazwischen und stoppt das Ring. Edison Franca gewinnt in der ersten Runde durch K.O. Jetzt, ich muss ein paar Sachen hier direkt bemerken. Bin ich auch gespannt. Und ein bisschen auch kritisieren. Ich werde jetzt nicht, Smolik jetzt hier nicht irgendwie, ich werde nicht nachtreten, wenn jemand auf dem Boden liegt, weil das ist nicht mein Charakter, ist nicht meine Art, habe ich gar keinen Bock darauf. Deswegen werde ich jetzt hier ganz normal objektiv begutachten und beurteilen, was in diesem Kampf passiert ist. Ja? Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist das ganze Thema mit der Psyche. Smolik hat 31 Kämpfe, glaube ich, im Profi-Kickboxen gemacht. Unbesiegt. Hat eine lange Zeit nicht mehr dieses Gefühl spüren müssen, wie es ist, besiegt zu werden. Ein Teil davon natürlich, weil seine Kickbox-Karriere, seine professionelle Kickbox-Karriere wohl behütet wurde und eben so aufgebaut wurde, dass er zu einem gewissen Punkt kommt. Jetzt im MMA hat es ganz gut für ihn angefangen und dann kam jetzt dieser Edison Franca, ein Typ, von dem keiner großartig irgendwie erwartet hat, dass er vielleicht eine Überraschung liefern würde, und dann kam er halt mit der Überraschung und hat Smolik einige harte Treffer verpasst in dem Kampf davor, wo man auch im Nachhinein dann gesehen hat, dass es Smolik gar nicht gut ging. So eine Niederlage kann der Psyche von einem Fighter extrem zusetzen. Also wirklich, viele Fighter können sich nach einer Niederlage überhaupt nicht mehr wirklich fassen und sich regenerieren. Und man merkt dann in ihrem Kampfstil danach, dass sie sehr zögerlich und zurückhaltend sind und vielleicht ein bisschen viel zu viel Respekt vor dem Gegner haben. Und ich finde, das sieht man auch hier direkt von Beginn an in diesem Kampf. Smolik wirkt ein bisschen hektisch und eine Sache muss ich... Würdest du das so unterschreiben, wie er, was er sagt, deinem Auge? Ja, also der hat eigentlich recht mit dem, was er sagt. Man muss aber dazu sagen, die Psyche hing nicht mit der Niederlage zusammen, nicht unbedingt, sondern eigentlich eher mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also, dass er mir so ein krasses Erscheinungsbild hatte, dass ich so einen harten Cut hatte, dass meine Vorbereitung nicht 100% mit dem Sparring on point war und plus diese Niederlage vielleicht noch. Aber an sich, was er sagt, vom Fazit her, hat er eigentlich schon recht. Ja, wir wissen ja alle, der Ringlife hat ein gutes Auge, deswegen, also das, was er da mal von sich gibt, kann man schon eigentlich Glauben schenken, was mit dem, wie er das sieht, also ich sehe das auch so ähnlich. Einfach kritisieren, ja, Smoliks Boxen ist immer noch wirklich nicht gut, ne? Hände sind unten, er haut Hände, die kommen zwar schnell, aber die sind technisch nicht so gut und dann Instinkt kommt irgendwie danach nicht richtig was, schau mal. Er schlägt hier irgendwie wirklich. Ja. Würdest du das auch so sagen? Ja, aber das ist halt diese Blockade im Kopf gewesen. Ich meine, mein Boxen ist noch nie richtig, richtig krass stark gewesen und daran arbeite ich natürlich von Training zu Training. Und im Training sieht es natürlich alles auch immer wunderbar aus und es funktioniert auch alles immer wunderbar. Mhm. Und dann kommt halt diese Kampfsituation und diese neue Situation oder dieser Stress und dann noch diese Blockade im Kopf und dann funktioniert irgendwie gar nichts mehr und es sieht aus, als würdest du irgendwie zum ersten Mal schlagen. Ja, also ist halt immer die Umsetzung am Ende ist halt immer anders wie beim Training. Ne? Also sind halt nicht viele, die das so aus... Und das, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das wiederum, das, was ich gesagt habe, deswegen braucht man eben starke Leute, mit denen man trainiert. Weil so trainiert man das halt immer mehr und immer mehr, weil so kommt man in Stresssituationen, auch im Training, wo man mal ein paar Schläge kassiert und da muss man lernen zu schlagen. Aber wenn man das dann halt nicht hat, und das muss ich halt in Zukunft mich halt darauf hinarbeiten. Ja. Wirklich, also ohne großartig Plan, sage ich mal, irgendwie die Hände raus, nimmt sein Kinn dabei hoch und versucht nach hinten rauszugehen. Und wird hier ein, zweimal dabei erwischt, ohne
Deckung, ja. Wenn er wenigstens treffen und wieder seine Hände zurückziehen würde, dann hätte er die Hände hier vorne, um sich von den Händen von Edilson Franca verteidigen zu können. Und der schwingt halt einfach durch, weil er weiß, er trifft. Und das ist nicht die erste und die einzige Situation, in der es genauso kommt. Hier wieder. So, wenn ich mich nicht täusche, jetzt kommt hier wieder der Jab. Schau mal, er schlägt den Jab, öffnet sich extrem, bleibt... Das sind aber auch die Sachen, wo ich oben war, habe ich auch... Ich hab recht damit. Ich habe auch, Friends, also ich weiß nicht, ob ihr das, ob man das irgendwo raushören kann, aber ich habe von oben geschrien, Deckung, Smallick, Deckung, also das war wirklich sehr offen, muss man sagen. Den und kassiert direkt einen Treffer, schaut mal hier, in Slow Motion. Zack, steht komplett offen. Er schlägt den Jab, ne, seine hintere Hand ist hier, wie so ein Bogen spannt er diesen Schlag. Normalerweise, wenn du einen Jab schlägst, ne, schlägst du einen Jab und hast die andere Hand an deiner Deckung. Entweder hier oder du nimmst sie sogar mit vor das Kinn, falls der Gegner selber einen Konter schlägt, dass du den Konter selber mit deiner hinteren Hand abfangen kannst. Das ist so ein bisschen Basic Boxen, sollte ja eigentlich jeder, der ein bisschen geboxt hat oder so, schon mal trainiert haben. Edilson Franca timet das Ganze und kontert halt sofort hinterher. So. Aber hier hat man auch gesehen in der Zeitlupe, dass Smallick den einen richtig krassen Haken in die Fresse gegeben hat. Aber Digga, das ist nicht durchgegangen. Ja. Leider nicht durchgegangen. Ja. Scheiße, Digga. Hier hat Smolik das ganz gut gemacht, hat es geschafft, so mit Beinarbeit sich rauszurotieren, ne, und hat wieder die Cage-Mitte dann übernommen, während Edilson Franca dann in den Cage reingelaufen ist. So, nochmal kurz Slow Motion, eine andere Aktion. Jab. Und ihr seht, irgendwie ist er sehr zurückhaltend und hat viel zu viel Respekt gerade. Also er traut sich nicht ganz so explosiv, wie er sonst gemacht hat, auch so von seinen Drehkicks, von seinen harten, schnellen Kicks, sieht man jetzt nicht allzu viel, sondern er versucht irgendwie mit dem Boxerischen, was er eigentlich nicht so gut drauf hat, jetzt gerade Edilson Franca von sich fernzuhalten. Möglicherweise hat er die Sorge, falls er einen Kick auspackt, dass Edilson Franca diesen abfängt, ne, reingeht, Distanz verkürzt und ihn zu Boden bringt und dann den Boden ihm bearbeitet. Aber es ist halt seltsam, dass er seine größte Stärke hier gerade gar nicht wirklich einsetzt. So, da hat er einen Kick gut abgefangen, kam nicht mehr viel hinterher. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste jetzt die abschließende Aktion kommen. Okay, und hier sind auch wieder ein paar Sachen, die man einfach bemerken muss. Ne? 2 Minuten in der ersten Runde sind jetzt hier vorbei. Edilson Franca schwingt den rechten Haken. Smolik hat halt nach seinem Schlag hier wieder absolut keine Deckung und wird deswegen getroffen. Ne? Das ist Nummer 1. So. Und jetzt, das ist halt etwas, was ich nicht ganz verstehe. Was ist diese Deckung jetzt hier von ihm? Das ist typisch... Ich glaube nicht, dass das Deckung war, sondern eher dieses Hals. Ja. Dieser Schockmoment. Ja, das checkt er nicht. Ja. Das hat er, ja, das ist dieser Schockmoment, dieses Schlucken, dieses genau, oh fuck, mein Hals. Was ist grad los genau. Hier und so. Wie gesagt, ich will niemanden nachtreten, wenn er am Boden liegt oder so, aber das ist dieses typische, wenn ihr mal einen Anfänger oder so beim Sparring beobachtet habt, wenn er einen harten Treffer kassiert und dann so ängstlich die Beine hochnimmt und versucht sich irgendwie zu decken, ohne die Beherrschung über die Situation gerade zu haben, ohne die Übersicht über die Situation zu haben. Genau danach sieht es aus, schaut mal. Er zieht das Bein hoch, nimmt die Hände runter, versucht sich von diesem Körpertreffer hier zu schützen und kassiert deswegen einen linken Haken, weil er halt seine ganze komplette Deckung einfach... Weißt du, warum ich glaube, dass du auch dich so, wie er das so jetzt beschreibt, ich meine, sehr hart, wie er das beschreibt, wie so ein, du bist natürlich kein Anfänger oder so, aber ich glaube einfach, diese Schläge, die du abbekommen hast, die haben dir einfach sehr weh getan, da du einfach 20 Kilo weg hast von deinem Körper. Und das sind einfach Schläge, die du nicht gewohnt bist. Und da sind wir bei dem Punkt, du hast kein Sparring gehabt mit harten Leuten. Ja, also das ist, Edmund hat bis hierher sehr gut analysiert, muss ich sagen. Auch alles, was er gesagt hat, war richtig. Das war nicht so richtig, weil dieser Schlag war einfach, der war nicht, weil ich die Schläge nicht gewohnt bin, es war einfach dieser Halstreffer, wo ich so, und dann, weil du schon sagtest, die Schläge so hart waren und ich dann so, oh fuck, und dann kam halt eben diese unten und dieser Haken und dann war es das schon. Also ich kann mich an die Situation auch gar nicht mehr erinnern. Ja, ist krass. Öffnet hat, schaut mal. Zack, linke erwischt ihn perfekt. Kann man auch abschließen, Bro. Er klappt zusammen, Edilson Franca geht hinterher. Schwingt hier ein paar richtig harte Hände. Danach zu tun. Für mich sieht es aus, als wäre er der Situation. Betiteln bin ich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin auch ein bisschen so ein Holzkopf, so ein Brawler und so. Ich kann ein bisschen technisch boxen, aber ich bin so der Typ, der lieber ein bisschen geil brettert. Ne?
Aber dennoch, man sieht halt, dass ihm gewisse Basics einfach fehlen. Den Kampf hat er nicht verloren, weil Edison Franca dieses unbezwingbare Monster ist oder sowas. Rein körperlich sollten die ungefähr auf gleicher Höhe sein, ja? Edison Franca ein bisschen kleiner, ein bisschen kräftiger, Smolik eben der größere, vielleicht athletischere, schnellere, explosivere. Also, ne, die haben beide ihre Vorteile. Smolik hat seine Vorteile aber in diesem Kampf gar nicht ausgenutzt. Also es liegt nicht am Körperlichen, dass er diesen Fight verloren hat, sondern am Mentalen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ihr wolltet unbedingt, dass ich auf das ganze Ding reagiere. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne eure Meinung werden. Es ist dennoch. Also ich würde schon sagen, eine Analyse von Ringlife, die schon in die richtige Richtung geht, kann man nichts gegen sagen. Ja. Finde ich auch korrekt, dass du das auch so sagst, Molik, weil wir auch wissen, dass du und Ringlife ja auch so ein bisschen Spannung habt, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja, es ist okay. Wir haben uns auf der Fight Night gegen Manuelsen und Bösemann sogar die auch die Hand gegeben, kurz Hallo gesagt. Es ist jetzt so ein, es ist keine Rivalität. Also es ist einfach so ein, da steht halt noch was aus. Wer du und Ernst und Ringlife? Ja. Lass mal reden machen, lo.